Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde The Witcher 2 mit Billy. Sind wir. Du gehst jetzt gerade. Willst du zur Hexe? Vergiss es. Im Haus ist nur das Dienstmädchen. Weißt du, wo Philippa hin ist? Kümmert sich vermutlich um die Drachentöterin. Unsere neuen Verbündeten lassen da aber niemanden rein. Schönen Tag noch, Hexe. Tschüss. Vor allen Dingen sich dann noch so gegenüber zu stehen und... Ja. Niemand mag gern der Überbringer schlechter Nachrichten sein. Ja, okay, stimmt. Dann kannst du, glaube ich, diese Quest um Triss erst später weiterverfolgen, sobald das mit Saskia geklärt ist. Aber du hast jetzt schon mal den Anfang dafür getan, indem du bei den Trollen warst und das Band von Triss organisiert. Wo kann ich jetzt nur noch rein, wenn ich gedrückt halte? Hast du vielleicht Caps Lock an? Ich hab's ausgemacht. Ist egal. Hauptsache läuft jetzt. Wir müssen ja nichts schreiben. Warum bin ich jetzt hier drauf gekommen? Eigentlich wollte ich ja sowas wie M drücken. Du wolltest jetzt nochmal nach vorne, um Eisenerz eigentlich zu kaufen, ne? Genau. Hoffentlich verkauft das jemand. Silbererz wollte man kaufen. Stimmt, ja. Silbererz. Ich möchte etwas kaufen. Ich glaube, ich habe vorne auch jemanden gesehen, der das verkauft hat. Ja, glaube ich eigentlich auch. Der Elf, der die Rüstung repariert hat. Ja, ja. Der verkauft auch Silbererz. Ich habe jetzt aber nicht gesehen, für wie viel. Nee, ich jetzt auch nicht, aber ich glaube, wenn der sowieso teurer ist, ja. Warum sollte ich dann das bei ihm kaufen? Du brauchst ja nicht gleich. Stell dir vor, ich habe ein Angebot für eine neue berufliche Laufbahn erhalten. Nee, noch eins weiter, genau. Eisenerz. Nee, das sind wir übrigens. Ah. Wir müssen auf der anderen Seite gucken. Kein Wunder, dass der andere angeblich Silbererz hat. Ja, ja. Ja, dann sollte ich auch mal irgendwie auf Handwerk. Silbererz, drei Stück, genau die, die wir brauchen. Perfekt, abgepasst. Wesentlich günstiger wie der Schmied. Einer von Gilberts Leuten hatte ich angesprochen. Naja, okay, aber wir hatten ja dann sowieso gebraucht. Und? Ja. Ich muss sowieso zum Schmied, damit er mir das herstellen kann. Richtig. Das nervt hier ein bisschen, aber... Ein bisschen ist gut, jetzt wüsste ich mal... Ja, weißt du übrigens, ich habe jetzt neulich auch gesehen, Game of the Year Edition mal wieder von The Witcher 3, 20 Öcken, ne? Richtig gut. Ich hatte auch... Also ich weiß nicht, ob das denn Fake war oder so, ne? Aber bei Amazon habe ich gesehen, Fallout 4 für einen 10er. Schau dir meine Waren an. Ich werfe einen Blick auf deine Schwelle. Ist das äußerst günstig. Nee, das ist nicht. Wir, wo ist es denn? Reißzahn? Aufwertung für Kangorn? Schema. Nee, du musst runterscrollen. Eben. Da ist es. Voll unepisch hergestellt. Und Harpienfallen kannst du gleich mal nochmal gucken. Wolltest du auch machen? Genau, Schemata Harpienfallen. Dafür fehlt uns jetzt auch wieder. Wow. Nee, warte mal, du bist jetzt auf einem Schwert gelandet, auf Reißzahn. Harpienfallen. Runter, runter. Da. Nee, hab ich. Harpienfallen. Achso. Also Holzklotz und Silbererz auch, ja? Ja. Ist ja. Na gut, Holzklötzer finden wir ja genug. Silbererz müssen wir den kaufen. Das und die ja Scheißfallen brauche ich unbedingt für diese Quest. Dann kannst du ja mal kurz auf die auf deinen Questlog gehen. Weißt Journal was. Das blinde Pferd gekauft haben. Sonst hätte ich mich jetzt nicht dran erinnert, welcher Buchstabe das ist. Zweiter Akt. Auftrag Harpien. In Obererdern sah sich bla bla bla. Die Harpienisten auf unzugänglichen Feld. Es war unmöglich, zu ihnen hinaufzuklettern und so verfiel Geralt auf die Idee, sie mit Hilfe von fachmännischen Hexerfallen loszuwerden. Ich jetzt? Ja, also dafür, du brauchst auf jeden Fall diese Harpienfallen dafür. So. Warte mal, eine Frage auf Leben und Tod. Wir können einfach mal kurz durchgucken, was wir so an Quests gerade alles haben. Auch kackdreiste Kröte genannt. Nice. War vergiftet worden. Okay, das ist eine Hauptquest. Die Schlacht ist jetzt nicht so... Das sind, glaube ich, eigentlich im Moment gerade eher alles Hauptquesten, ne? No. Aber ich glaube... Warte mal, Leben im Untergrund.
Zauberin, königliches Blut. Ja, okay, das ist alles Hauptquest. Aber verlass mal noch mal kurz die Stadt. Das war keine gute also eine Idee. Erstmal können wir uns unser geiles Schwert hier an. Anlegen. Guck mal, das können wir. Ist sogar zweifach gesockelt, da können wir zwei Sachen draufpacken. Können wir das sofort machen? Mit Aufwertungen? Ja, also die, das sind ja Rüstungsaufwertungen. Da brauchst du die Runen hier. Rune des Feuers, Rune des Mondes. Was macht der? Macht sowieso schon. Der hat bloß 1% Chance auf Tötung. So, und jetzt kannst du halt gucken hier. Das würde. Ach so, Einäscherung, Bonus Zeichenschaden, Vitalität und Schadensreduktion beim Blocken. Und dann hast du, glaube ich, noch eine. Weiter runter. Du kannst noch. Rune der Sonne hast du sogar 2. Schaden plus 5%. Einäscherung ist dann halt, wenn sie anfangen zu brennen, deine Gegner. Und du erhöhst deine eigene Einäscherungsresistenz eben auch nochmal um 20%. Und Schaden auch noch plus 5%. Das ist richtig krass eigentlich. No, aber gut, die machen wahrscheinlich alle plus 5% Schaden, ne? Nee, doch nicht. Rune des Mondes nicht. Rune der Erde auch nicht. Ich glaube, ich mache Rune Erde und Rune des Feuers. Weil dann habe ich viel, also mehr, ich halte mehr aus und ich habe mehr Schaden. Ja. Also. Und Rune des Feuers passt ja auch irgendwie ein bisschen auf das rote Schwert. Ja. Ja. Ja, nice. Das ist ordentlich. Ich will jetzt auch einen richtigen Schadensboost erleben. Bruder, also nicht hier, sondern ja gut, die 5% haben sie jetzt nicht so sonderlich bemerkbar gemacht. Die 5% nicht, aber dadurch, dass wir schon jetzt ein doppelt so starkes Schwert haben gegenüber unserem vorherigen das Schwert aus Kermorheim. Obwohl das, finde ich, auch schon einen guten Boost hatte, ne? Wo wir das gefunden haben. Das stimmt, das war schon. Zu dem Standard-Silberschwert, was man sich am Anfang schmiedet, war das. Wir wollten rausgehen. Genau. Spar dir die Tricks. Aber du wolltest ja auch einmal da unten in diese Schlucht mal rein. Ja. Oh. Stimmt. Und wir müssen irgendwie an Silbererz kommen. Ich habe mir keinen Bock, mein ganzes Geld dafür auszugeben. War das irgendwie ein bisschen beschissen. Dumme Frage. Gibt's das vielleicht in der Mine? Damit ich mir. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber jetzt gehen wir hier nochmal nach links. Meinst du, sie verkaufen? Also du kannst nochmal gucken, was sie verkauft. Ich glaube nicht, dass sie Silbererz verkauft, aber man kann nochmal nachgucken. Nee. Gut, dann hat sich das erledigt. Aber nee, warte mal, dreh dich nochmal um und geh mal hier rein. Sie hat ja einen Schlüssel gegeben, deshalb für diesen Schatz. Ach so, die. Das ist jetzt mehr oder minder einfach nur eine Abkürzung. Okay. Eine riesige Abkürzung. Also mit kurzen Ladezeiten auf jeden Fall. Jetzt bist du nämlich. Da unten ist die Schlucht und da ist eine Hütte. Wir uns mal reinziehen. Nee, da kannst du leider nicht lang. Aber hier war noch irgendwas Magisches, ich höre was. Ja, genau. Jetzt hast du schon aktiviert praktisch, du hast den Bonus da oben. Ich weiß aber gerade nicht, was der bewirkt. Kann man so, hier hast du noch was zum Einsammeln. Was? Aber ich glaube, wenn du denn also solltest du das Let's Play in The Witcher 3, dann werden wir das nicht so machen, wie jetzt bei The Witcher 2 mit Treffen. Nee, das wäre zeitmäßig, glaube ich, mega kranker Aufwand. Ja. The Witcher 3 ist ja noch um einiges länger. Hexer? Du hast keine Hose an dir. Ich hätte Arbeit für dich. Ach so? Um was für einen Auftrag geht es? Du fährst mit Hose anziehen. Um genau den richtigen für dich. Ich kenne einen Sammler in Wengerberg. Er zahlt gut für Kuriositäten aus der Monsterwelt. Grabspinnengift, Neckerherzen, kein Problem. Ich hab Harpienfedern. Ach so, warum denn Federn? Wow. Ich habe ihn nicht gefragt. Das ist eben seine Bestellung. Über welche Summe sprechen wir denn? Ich sag dir was. Bring mir ein Bündel von schönen Federn. Ich zahl dich aus und wenn du findest, dass das Honorar stimmt, sehen wir weiter. Wow. Ein Bündel Federn reicht ihm nicht. Ich werde mehr holen müssen. Vermutlich. Und? Versprechen kann ich nichts. Ich bin ziemlich beschäftigt. So, was? Er will 12 Harpienfedern. Ich bin ja glatt. Hast du so viel schon? Glatt der Meinung, dass wir das schon haben. Du hast 12 Harpienfedern. Kannst du ihm schon bringen. Also, wie? Ich habe die Federn. Wunderbar. Allerbeste Qualität. Das ist aber schön.
Ich zahle für jedes Stück. Wenn du verdienen willst, bring mir noch mehr. Also der, ich glaube, der gibt nicht schlecht Geld dafür. Ich weiß ja nicht, wie viel er mir gibt, sonst würde ich jetzt sagen, in Ordnung. Naja, du kannst nochmal sagen, dafür verlange ich aber mehr, in Ordnung. Also ich weiß nicht, was ist, wenn du jetzt sagst, dafür verlange ich mehr. Ich weiß, ich habe selber gesagt, so ist in Ordnung. Das kann ich dir sagen. Ich kann dir nicht mal genau sagen, wie viel er gibt, aber ich kann dir halt auch nicht sagen, dass wenn du sagst, dafür verlange ich mehr, ob er dann sagt, dann nicht. Ein bisschen Geld schadet nie. Ich werde es im Kopf behalten. Ausgezeichnet. Ich warte. Jetzt will er 60 haben. Du hast nicht nur ein Hosenproblem, geschweige denn ein Harpienproblem. So. Aber das überlasse ich mal so dir. So, hier, du kannst mal kurz die Klappe halten. Stirb! Stirb! Aber schon nice, dass wir jetzt 2 Minuten an für dich haben und sogar, glaube ich, 2 Schläge auf das Quen aushalten. Nur in? Ja. Oh, die sind stärker. Aber du hast ja auch sowas, zumindest unten in der Anzeige, wie Erschöpfung 20% oder so. Und da zumindest aufgelistet. Keine Ahnung, was das denn bewirkt. Und das ist... Meinst du mit dem Zeichen in Verbindung steht? Ja. Also ich jetzt nicht nochmal ein Schild aktivieren für. Aber wir können generell ein bisschen mehr zaubern, wir haben ja so viel. Ja, das ist schon nice. Definitiv. Vor allem, er hätte ja selber mal einfach nach vorne gehen können, um die Harpien zu klatschen. Okay. Ich glaube kaum, dass es ein einfacher Mensch so easy macht, aber. Vor allem ohne Hosen. Ja, ja, ohne Hosen geht es gar nicht. Das wäre dann doch ein bisschen sehr schwer. Aber wir brauchen mehr Federn. Oh, hier war noch was. Solides Tuch. Harpienspeichel. Oh, Ohrens. Was essen die denn alles? Ist wahrscheinlich, die sind wahrscheinlich so halbe... Allesfresser? Ja, oder so halbe Elstern oder sowas, weißt du? Kann auch sein. Greifen einfach alles auf, was glitzert und so. Die sind, glaube ich, immer ein bisschen stärker. Ich glaube, ich habe die mal Ernies genannt. Ernies. Den Schaden merkt man definitiv, aber was ich Bock habe. Was ich heute früh noch kurz angeguckt habe, bei YouTube kannst du dir reinziehen. Also ich denke mal, da handelt sich das um eine Mod denn für The Witcher 3. Da wurde... der ganze Anfang im Kaer-Morhen von The Witcher 1 nachgestellt. Okay. Und halt auch die Dialoge so eingefügt und so weiter. Mal die Sounddateien. Der Biester. Hat sich aber jemand dann ganz schön viel Mühe gegeben. Ja. Das sieht nein. Schon geil aus. Scheiße. Da unten hier, um die zu looten. Da kommen jetzt noch mehr hochgeflogen. Oh, ich will die aber jetzt looten. Nachher verpeile ich doch wieder, dass sie hier sind. Naja. Gut, kann ich jetzt nicht ändern? Das sind schon 60 oder 40 Prozent der Schuld. Aber vielleicht hat das jetzt wirklich denn auch was mit deiner Ausdauerleiste dazu. Einfach bloß bezogen eben auf deine. Weil guck mal, jetzt geht das wieder hoch. 30% Erschöpfung. Weil du dann eben so Zeichen benutzt, vielleicht hat es einfach bloß was mit deinen Zeichen zu tun und gar nicht mit dem Schaden. Genau, nochmal zurückgehen und looten. Du kannst dir dann zwischendurch jetzt mal dein Amulett aktivieren, damit du genau siehst, wo du looten kannst. Ja, ist eine gute Idee. Ja. 60 Federn, das hat schon eine ganze Menge, weil du maximal 1 bis 2 Federn pro Vieh kriegst. Ja. Und ich glaube, danach will er noch mal mehr haben. Das ist schon echt hart. Aber kein Problem mehr, die sind ja eigentlich ziemlich easy. Ja.
Ja, und deswegen macht es halt zum Beispiel Sinn, wenn du diese Sidequest machen willst, eben zu warten, die Nester zu zerstören. Es kommen ja dann zwar trotzdem ein paar Häppchen, aber nicht mehr so viele. So. Das macht dann richtig viel Sinn. Weil sonst bist du nämlich noch länger unterwegs, um Federn einzusammeln. Und wenn du jetzt zum Beispiel nach den 60 Federn sagst, okay, ich habe jetzt die Schnauze voll von dieser Sidequest, dann kannst du ja dann immer noch dann auf die... Oder dann eben auf die ganzen Nester gehen. Na, ich glaube, ich habe jetzt... Magie, wir haben jetzt wirklich mehr Schaden. Gefahr. Ja? Weil... Wir können es ja mal austesten. Jetzt haben wir ein Energiedings verbraucht. Jetzt müsste mal bitte auch noch ein Feind kommen. Ich glaube, du hast jetzt hier so ziemlich alle gebastelt. Aber da oben lag was. Okay. Schlüssel erforderlich. Eine Truhe. Interessant. Müssen wir uns merken? Ich weiß nicht, ob ich die jemals geöffnet habe. Schlüssel erforderlich. Ja gut. Genau. Aber hier liegt noch ein Körper rum. Temerische Schaffstiefel, schwere Leder. Das Medaillon warnt mich wieder. Okay. Vor dem Stein? Ja. Erstmal holen wir uns das kurz. Achso, guck mal, da ist so eine Art Rune drauf oder sowas. Einfach nur ein Kreis. Kannst du damit irgendwas machen? Ja, ich wollte gerade. Oder mit Feuer? Müssen wir uns merken. Also generell, die Schlucht scheint hier noch ein bisschen interessanter zu werden. Kräuter sammeln. Vielleicht. Boah, nee, keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Oder wir müssen mit irgendjemand darüber reden. Könnte sein, ja. Das ist schon strange. Der Typ oben kommt mir auch komisch vor, also jetzt mal ehrlich. Der... wohnt hier am Rand einer Schlucht ohne Hose mit einem völlig zugemüllten Haus, ohne Tür, neben Harpien und für Harpienfedern. Also mein... Ja, das ist halt ein Weirdo, ne? Der ist Magie oder Gefahr? Der ist... definitiv strange. Guck mal hier, der Stein da ist auch noch hinter dir. Der leuchtet auch. Der sieht aus wie mit dem Pfeil auch so ausgerichtet, ne? Ja, als ob die so auf irgendwas hinweisen. Warte mal, ist hier oben auch was drauf? Nee. Aber da sind, guck mal, überall, wo diese roten Punkte sind? Nee, doch nicht. Nee, meistens sagt er dann halt was, so wenn da irgendwie so ein Stein in der Nähe ist. Aber wir haben jetzt diese zwei Steine da eben gehabt. Ja. Und beide sind da irgendwie so ein bisschen zentral ausgerichtet. So wie als wenn es ein Wegweiser ist. Ist ja wirklich. Ich glaube, das habe ich nie gemacht. Das Medaillon warnt mich wieder. So, und hier scheint dann auch noch einer zu sein. Ups, das war der eigentlich nicht. Da, guck mal, hinter dir. Hinter mir? Ja, hier an der Kante. Und der zeigt. Kann ich gar nicht richtig. Der zeigt nach unten. Hm. Okay, ich spreche mal nochmal mit ihm hier. Wohin des Weges? Okay, du hast erstmal nichts. Ja, wie will ich das jetzt wissen? Also wir können ja sonst hier nochmal nach unten gehen. Vielleicht ist es... hat es einfach nur was mit einer späteren Quest zu tun? Ich weiß es nicht mehr. Sieht so... weiß nicht, so mega einladend aus. Du musst übelst weit nach unten gehen. Mehrmals wird dir gesagt, so von wegen Magie oder Gefahr. Also ein Hinweis in dem Sinne. Wir können ja einfach nochmal kurz unten gucken mit dem, wohin da dieser... Der Pfeil zeigt. Der Pfeil zeigt, ja. So.
Der zeigt hier drauf. Feuer. Mit Feuer? Oh, das sieht so einladend aus. Kommt man vielleicht später noch drauf. Ja, hoffe ich. Oder warte mal, vielleicht meint er auch hier nach oben und nicht den Stein. Vielleicht ist es nur ein Hinweis für die Truhe. Aber... Vielleicht ist das ein Hinweis, also vielleicht ist das irgendwie wie so eine Art Hinweis, wie man den Schlüssel für die Truhe bekommt. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Wäre interessant, das rauszufinden. Also wenn wir da irgendwie auf was kommen oder so, das wäre schon ziemlich nice. Ja, definitiv. Jo, und ich würde sagen, wir sehen uns in einer wunderschönen nächsten Folge wieder bei The Witcher 2 mit mir und Willi. Also haut raus, bis dann. Tschüss!